eine Stunde vor Umzugsbeginn auf dem Marktplatz in Wittichenau fast noch gehende Leere. Aber wenn es denn soweit ist, dann ist der Platz rappelvoll. Seit 1706 wird in Wittichenau Fasching gefeiert, mittlerweile schon eine Tradition hier vor Ort. Ein festes Datum im Kalender für jedermann. Die Leute, die sich die Umzüge anschauen, kommen nicht nur aus der Region, sondern auch von weit weg. Und das ist ein wahres Erlebnis hier. Wittichenau, hello. Was erwartet Sie heute? Warum sind Sie hier? Ja, um schöne Kostüme zu sehen. Schöne Kostüme heute wieder. Die ganzen Kostüme zu sehen, dass das jedes Jahr was Neues ist. Und halt unsere Muttis zu winken. -4 Grad, gefühlte -10. Warum tut man sich das eigentlich an? Das wissen wir auch nicht genau, aber weil Fasching ist und weil wir Wittichenauer sind. Deshalb tun wir uns das an. Das ist doch nicht kalt heute. Das ist doch angenehm mit Temperaturen. Wir sind schon hier gewesen bei 12 Grad minus, wo der Wind so kalt war. Kein Problem, jedes Jahr sind wir hier. Die beiden Töchter und die Enkeltöchter machen mit, da müssen wir da gucken. Die Zuschauer warten ja mal regelrecht schon darauf, was sie erwartet. Wie kommen die Ideen zustande? Wir sitzen, der Sommer ist zu Ende und wir treffen uns. Geht sofort los, dann wird beraten, dann wird verworfen, dann wird wieder gesessen, dann wird wieder beraten und dann wird irgendwann eins gefunden, was allen gefällt. Wer das sich noch untergemeldet hat, also die Alexandra auf alle Fälle, wir wünschen euch viel Spaß und bedanken uns schon jetzt an dieser Stelle bei euch. Der Mann, vernaschen wir jetzt jeden Mann, der nicht bei 3 sofort kapiert, dass er uns einen Sekt spendiert. Bei Gesang und viel Wein, hello den Karnevalsledis vom Klosterwasser. Nach den Festumzügen geht's natürlich hier noch weiter. Es wird kräftig gefeiert, getanzt und gelacht. Aber auch in der Faschingshochburg Wittichenau gilt, am Aschermittwoch ist alles vorbei.